So, willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe gerade mal ganz viele Waldbeeren gefuttert, um mich hochzuheilen. Einfach nur, weil ich's kann. Nichts zu holen. Und jetzt geht's erstmal darum, hier dieses Schlachtfeld aufzuräumen. Immerhin haben die Orks ja noch ein paar Sachen dabei. Und die Orkwaffen kann ich ja sicher auch mitnehmen. Und gerade bei den Schamanen erwarte ich eigentlich, dass sie was Tolles dabei haben. Und vielleicht hat der Anführer ja was Besonderes dabei. Zum Beispiel einen Schlüssel. Und Schwefel wird mir sicher von Nutzen sein, wenn ich Alchemie betreiben werde. Und guck mal, hier sind noch ein paar Orks. Schon wieder eins von diesen Biestern. Siehst du? Ah, ich glaube, das ist der Unterschied. Die beiden zum Beispiel, die waren beim letzten Versuch, der geklappt hat, gar nicht da. Ich glaube, das ist der Grund, warum es dann plötzlich geklappt hat am Ende. Ich brauche 100, keine Ahnung, jetzt noch 100, also zwei kleine Tränke. So, und ich habe mich ja hier bei einem der Versuche in dieser Hütte verschanzt, um mich hochzuheilen. Und das sah so aus, als gäbe es da ganz viele tolle Dinge. Zum Beispiel hier, ne? Wolfsfelle. Da wird sich Bossbar freuen irgendwann. Goldene Kerzenständer kann man verticken. Und genau, zwei Truhen mit ein bisschen Gold. Und was gibt's da drüben? Vielleicht irgendwas Wertvolles? Ui. Links, zweimal rechts, dreimal links. Und 200 Gold. Wow. Ja, doch, das hat sich gelohnt. Die Fische sind mir egal, aber das Gold hat sich gelohnt. Und ich speichere nochmal auf denselben Spielstand. Warum denn auch nicht? Es ist immer noch die gleiche Action hier mit den Orks. So, da sind noch drei Ork-Krieger. Ich will aber nicht alle auf einmal, deswegen laufen wir erstmal hier hinten rum. Hä, was machst du denn da? Matt. Keine Ahnung. Der war vielleicht im Austreten oder so. Bestimmt. Was denn sonst? Und was ist da? Eine Belia-Statue. Okay. Und nein, ich habe kein Interesse daran, verflucht zu werden, damit ich nicht mehr schlafen kann. So, ihr Orks, dann kommt mal her. Schon wieder eins von diesen Biestern. Es sollte weit genug weg sein, dass meine Jungs hier kein Feuer abkriegen. Genau. Ich block einfach mal. Yay, Stufe gestiegen. Sehr cool. Ich hab's immer noch drauf. Ja, und ich bin eine Stufe stärker. Sehr geil. Das freut mich. So, ich würde gerne den Ork ausnehmen. Jungs, geht mal hier weg. Kommt mal hier kurz rüber. Und dann will ich doch mal schauen, was der Ork bei sich hatte. Ein bisschen Gold. Boah, kann man machen. Dumm. Ich esse mal die Fische, bevor die schlecht werden und stinken. Sonst stinkt mein ganzes Inventar nach Fisch. Das will ja keiner. Hups. Hab ich nämlich getrunken, aber was soll's. Egal. Ich trinke noch einen Mana-Trank. Und dann, ne? Oh mein Gott, läuft das gerade gut. Also, ne? Muss ja sagen, das funktioniert relativ gut, die Orks einfach einzeln hierher zu locken. Da ist überall von diesen Drecksviechern. So. Und ich denke, mit dreien kommen wir auch noch zurecht. Moment, aber den da oben? Hä? Warum kommt der jetzt nicht her? Was? Nein, nein, nein. Braucht ihr Heiltränke? Nee, ihr seid alle quasi perfekt geheilt. Finde ich gut. Wie zum Henker macht ihr das, Jungs? Das will ich auch können. Im Kampf gegen Orks. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die ganzen Orks mich angreifen, weil ich sie... Verdammt. Das ging daneben. Jetzt brauche ich einen Blau Flieder. Und 50 Mana, komm. Ich habe so viele von den Tränken. So, Ork, bleib mal stehen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ah, nee, der eine hat ein bisschen was abgekriegt. Ein Mist, viel weniger. So. Und der hat auch wieder gleich zwei Heiltränke dabei. Zwei 50er, zwei kleine. Nee, 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 nicht Brandon. Ich will die Ork-Axt. Genau. So, wer von euch ist ja jetzt angeschlagen? Matt nicht? Pirat nicht? Brandon nicht? Skip ist angeschlagen. Hier. Nimm mal zwei kleine Heiltränke. Hier,
nimm den Heiltrank. Die habe ich ja gerade dem Ork abgenommen. Hier, nimm den Heiltrank. So gesehen haben die sich das verdient. Wie geht's, Alligator Jack? Dem geht's auch gut. So, kommt ihr damit rein? Oder was ist denn da drin? Jetzt ist's gut. Willst du die ganze Insel entvölkern? Wir gehen zurück ins Lager. Nein, ich habe nur noch zwei Razors. Warte mal. Okay, schon kapiert. Komm mit. Bin schon da. Okay, schon kapiert. Ihr wollt nicht mit in die Höhle, ihr wollt nur mit in den Canyon. Gut, dann gehe ich immer ein bisschen zur Seite, um zu gucken, ob mir noch alle folgen. Ja, folgen mir noch alle, okay. Okay. Ah, schade, dass sie nicht damit reinkommen. Aber gut, egal. Wahrscheinlich, also streng genommen, waren ja schon die Orks eigentlich nicht Teil der Aufgabe, die mir Greg gegeben hat. Von daher kann ich eigentlich zufrieden sein. Die haben ja schon mehr gemacht für mich, als sie eigentlich sollten. So, und ich brauche wieder 5 Mana, ne? Wo kriege ich 5 Mana her, ohne Blauflieder zu futtern, der mir ja auch hier, ne? Und so. Ich könnte Bier trinken, aber habe ich aber nur 4 von. Ich habe nichts, was mir 5 Mana gibt, ne? Dann ist ja ein Blauflieder, was soll's. Dann verschwende ich halt 5 Lebenspunkte. Ist doch egal. Auf die 5 Lebenspunkte kommt's auch nicht an. Gut, hier im See scheint nichts mehr zu sein. Den werde ich nachher mal noch vielleicht gemütlich durchsuchen, ob es irgendwas Essbares gibt. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. So, das war's. Jungs, nichts zu ihr macht das großartig. So, das waren alle Razors. Aber hier, guck mal, ein Bluthund. Sieht so aus, als ob wir alle Razor erwischt hätten. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend ziehen, wenn du willst. Na gerne. Hauptsache, wir bleiben im Canyon. Ja, genau, das habe ich vor. Zum Beispiel hier, diesen Bluthund. Oh mein Gott, das ist ja ein starkes Viech. Das hätte ich nie geschafft ohne eure Hilfe, Jungs. Gut, dass ich die Piraten dabei habe. Und mir fällt gerade auf, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespeichert. Und hier hinten scheint es gefährlich zu sein. Vielleicht sollte ich mal, wenn ich hier mit Sammeln fertig bin, bevor ich da hinten die weiteren Bluthunde angreife, wenn ich das richtig sehe, sind da nämlich nochmal 2, nur meine Runde abspeichern. Yep. Yep. Das hätte ich mir gedacht. Ein Mistvieh weniger. Nein. 2 Mistviecher weniger. Oh mein Gott, ihr seid so gut. Ich will immer so einen Trupp bei mir haben. Immer. Immer und überall. Das ist so gut. Wir kriegen einfach alles klein. Sogar Orks. Sogar ein ganzes Ork-Lager. Meine Güte. Wie großartig ist das denn bitte? Und was hier an Zeug rumliegt, ey. So, ist hier hinten noch irgendwas? Oder ist das ein totes Ende? Das ist ein totes Ende. Aber hier ist irgendeine Pflanze, oder? Gerade gewachsen. Eine Feuernessel, genau. Die hätte ich gerne. So, dann hätten wir hier noch diese Höhle. Da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Aber hier rechts ist ja noch diese Höhle. Mal gucken, ob sie da noch mit reinkommen. Ich fürchte ja nicht. Was gibt's hier? Das ist weit genug. Wenn du unbedingt weitergehen willst, dann ohne uns. Okay, na gut. Ja, wohl also nicht in diese Höhle. Na, was soll's. Gut, aber ich will in diese Höhle. So, Licht habe ich noch ausgewählt. Und dann, ne, heile ich mich einmal noch hoch. Und trinke einen Mana-Trank. So, und weil es geklappt hat mit den Bluthunden, nur um sicher zu gehen, bin ich ein kleiner Feigling. So, ich bin sehr gespannt, was ich hier finde. Ich schätze mal Minecrawler. Diesmal gehe ich rechts rum, komm. Bisschen Abwechslung. Oh, ein Ring. Schön. Ein Rapier. Ein
Trank oder eine Truhe? Nein. Rechts, zweimal links, zweimal rechts und dann links. Amulett der Flammen, Schutz vor Feuerzehen. Ja, das hätte ich vorhin mal gebrauchen können bei den Schamanen. Bei den Ork-Schamanen. Ich bin ein bisschen ängstlich, was hier auf mich wartet. Hier scheint nichts zu sein. Moment, ist das überhaupt eine Abzweigung? Geht's da weiter? Sieht nicht so aus. Jetzt. Meine Güte. Stell dich nicht so an. Minecrawler Warrior. Boah. Ist okay. Damit komme ich zurecht. Auch mit Zweien, oder? Wer hat doch gelacht. Siehste. Geht doch. Die Frage ist nur, ist hier noch einer? Ist hier hinten noch irgendwas? Nein! Hey, ich bin alleine. Sehr cool. Dann kriege ich hier eine Rune. Und eine Spruchrolle war da gerade auch. Geht's da weiter? Moment, geht's da weiter hoch? Sieht so aus, ne? Wie komme ich da hin? Geht's da? Na okay, hier geht's nicht weiter. Sah nur so aus. Jetzt geh da runter. Hier gibt's ein bisschen Schnaps. Und hier unten Pilz. Leider kein Dunkelpilz. Doch, Dunkelpilz. Hey, Dunkelpilz. Wer sagt's denn? Horn eines Schattenläufers. Oh mein Gott. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Die werde ich bestimmt irgendwann mal brauchen. Und ich habe keine Lust, hier Lernpunkte auszugeben, damit ich denen das Horn abnehmen kann. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel, hm? So, ich futter hier mal das Zeug, um das Inventar ein bisschen zu entklumpen. Und dann habe ich ja hier noch ein paar Beeren, die haue ich mir auch mal rein. So, und was erwartet mich? Moment, ich brauche noch 25 Mana, ne? Hole ich mir auch mal schnell. So, was ist denn für eine Rune? Ich habe doch eine Rune gefunden. Angst hatte ich schon. Mittlere Wunden heilen. Okay, mittlere Wunden heilen ist neu. Könnte nützlich sein. Müsste ich mal ausprobieren, wenn ich mal wieder ein bisschen verletzt bin. Dann habe ich hier 3 Lederbeutel mit je 25 Gold. Eine alte Steintafel. Die werde ich Vatras bringen. Und hier ist auch ein Lederbeutel mit 100 Gold. So, und außerdem habe ich doch vorhin noch einen Ring gefunden. Was kann der denn? Vielleicht ist er ja nützlich. Ring der Priester. Mana-Bonus 5. Ring der Priester. Wir sind 3 Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Das klingt für mich so ein bisschen nach einem Set-Gegenstand. Dass es noch mehr der Priester-Gegenstände gibt. Und wenn ich die dann gemeinsam trage, kriege ich wahrscheinlich mehr Mana-Bonus oder so, ne? Also die alten Diablo 2 Hasen, die werden sicher verstehen, was ich damit meine. Und die anderen, die müssen jetzt halt mal ein bisschen abwarten. Aber ich denke, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Gut, ich bin hier durch. Wer sagt's denn? Das war doch gar nicht so schwer. Ihr Feiglinge von Piraten. Verziehen die sich einfach und lassen mich im Stich. Kameradenschweine. So, ach, hier hinten ist ja auch noch mal eine Ecke. Was wartet denn hier auf mich? Weil mit so einem Bluthund werde ich vielleicht alleine nicht ganz fertig. Der ist doch nochmal ein bisschen stärker als so ein Minecrawler-Warrior. Andererseits, ach komm, ich kann doch zweimal zaubern. Okay, hier ist kein Gegner, nur ein Lederbeutel. Nur ein Lederbeutel und ich glaube, der greift mich nicht allzu sehr an. Im Gegenteil, der schenkt mir 50 Münzen. Voll gut. So, ich würde gerne den Fokus hier lauten lassen, hier drauf lassen, auf den 50 Mana. Und ich glaube, ich kann da hoch, oder? Sieht so aus. Kann ich da nicht hoch? Komm schon, ich will da hoch. Siehst du mal. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Wer sagt's denn? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erz, eine Spruchrolle, noch eine Spruchrolle. Coole Sache. Was für Spruchrollen habe ich denn mittlerweile alles? Feuerball, vergessen. Irgendwas Neues? Ich habe Eis.
Eispfeil, ich habe Eisblock, ich habe Blitzschlag, heiliger Fall, großer Feuersturm. Oh, das klingt gut. Golem erwecken. Oh, Golem erwecken ist großartig. Vielleicht kann ich ja Golem erwecken komplett lernen. Als Rune. Als Zauber lernen und eine Rune davon machen. Und dann kann ich mit meiner eigenen Armee von Golems hier durch die Gegend laufen. Ein Bluthund, Hilfe. Nein. Andererseits, wie war das? Wenn ich zweimal auf ihn drauf zaubere, sollte das Problem doch schon fast gelöst sein. Siehst du? Zwei Zauber. Und das Problem ist komplett gelöst. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte das nicht mehr. Nein, nicht die 75. Verschwendung. Egal. Ach, guck mal, was ist das denn? Da ist ja noch eine Höhle. Na, lauf wieder. Da ist nichts zu. Dass die nichts dabei haben. Also ich hätte mir jetzt zumindest mal ein Fell erwartet, ehrlich gesagt, von diesen Bluthunden. Huiuiui, ganz viel Zeug. Spruchrollen, Lederbeutel, Pfeile. Ob das wohl so ein hier ist, wir buffen dich, damit du in der Höhle nicht untergehst, ist? Ich weiß es nicht. Was gibt's denn hier? Ich werfe einen Blick auf die Karte. Ah, hier geht's durch, rüber zum Sumpf, zu den Banditen, wie es aussieht. Nee, lass mal. Lass mal stecken. Ich habe ja meine Banditenrüstung noch gar nicht. War gut zu wissen, dass man hier auch rüberkommt. Kann ich da noch hoch? Sieht nämlich irgendwie so aus, als würde es da oben irgendwie noch weitergehen, ne? Als wäre da oben auch nochmal sowas. So eine Ebene. So eine Hochebene. Hm. Na, was soll's. Ich geh jetzt mal zurück zu den Piraten und melde Greg, dass der Canyon von Razors, von Bluthunden, von Orks und von Schätzen befreit ist. Jaja. Vor allem von Schätzen. Und von Pflanzen. Natürlich auch. Hey, ich sagte von Pflanzen auch. Jetzt, Alter, nimm das Ding mit. Was ist dein Problem? Hä? Warum kriegt es nicht? Was? Da. So. Tat doch gar nicht weh, oder? Tat doch gar nicht weh. So, komme ich da denn wieder hoch? Ja, sieht so aus. Da kann man tatsächlich hochlaufen. Aber das sieht so steil aus von hier unten. Da wäre ich nie drauf gekommen, was man da hoch kann. Hm, ein paar Sachen. Wie gesagt, der Canyon ist von Pflanzen befreit. Jaja, mhm. Und mein Inventar leider nicht. Also streng genommen finde ich das sehr gut, dass ich im Inventar ganz viele Dinge habe. Ich hätte nur gerne von wenig verschiedenen Dingen möglichst viel. Möglichst viele von möglichst wenig Sorten. Damit es nicht alles so verklumpt. Aber, naja, was soll's. Ich esse einfach die Sachen, von denen ich wenig habe. Und dann passt es schon. So, ein letzter Blick hier. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben. Okay, gut. Dann gehe ich zurück zu den Piraten. Ich könnte jetzt noch da rechts bei den Orks in die Höhle reingehen. Aber ehrlich gesagt habe ich davor ein bisschen Schiss. Das sah mir auch so ein bisschen aus wie ein Herrenhaus. Mit den Säulen und so. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür schon stark genug bin. Da hätte ich dann doch gerne noch ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Ob ich noch irgendwas kriege, ob ich noch ein bisschen stärker werde. Vielleicht noch ein Level. Noch ein bisschen mehr Mana. Ein paar mehr Zauber oder so. Ah, hier könnte noch so eine kleine versteckte Höhle sein. Oder da drüben. Ach komm, was soll's. Ich gehe zurück zu den Piraten. Ist doch hier so hier langweilig. Will doch keiner sehen, was ich hier treibe. Wie ich hier den Canyon plündere. Oder? Wie seht ihr das? Das ist doch bestimmt voll langweilig, oder? Hier so der Rückweg. Ne? Also einerseits muss ich ja sagen, es ist gut, dass man hier in der Erweiterung diese Teleporte hat. Denn das kostet nämlich kein Mana. Aber andererseits ist es schon ein bisschen nervig, dass man dann einfach nicht von überall sich mal spontan zurückbeamen kann. Das ist schon nett, in Korinnes und im Minental. Vor allem auch, wenn man irgendwo in der Scheiße steckt, mitten unter Gegnern oder so. Einfach mal die Teleportrunde zücken und zack, bist du weg. Ne? Super Sache. Das geht hier halt leider nicht. Das erhöht zumindest ein bisschen gefühlt den Schwierigkeitsgrad.
Aber gut, was soll's. Ich glaube, ich bin eh viel zu spät in die Erweiterung gegangen. Eigentlich hätte man hierher gesollt, bevor man ins Minental geht. Denn ich glaube nicht, dass die ganzen Suchenden bei Lobards Hof, bei dem Steinkreis, gedacht waren, so früh wie ich bin. Weil ich kann ja jetzt gerade erstmal einen gerade so besiegen. Das hab ich früher auch immer gesagt. Von meiner Stärke her. Nun denn, ja, was soll's. Erstmal hier, Greg, ne? Hier, bitteschön. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Ja, ich. Sehr gut. Hey. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden, bei der alten Pyramide, war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Naja, das tust du ja streng genommen, indem du dich hier in dem Tal versteckst, aber... Nun gut, Bones. War das nicht der mit dem Auftrag, über den er nicht reden wollte? Der hier? Ja, genau der. Gut, aber das werde ich das nächste Mal machen. Ja, doch, genau. Siehst du, er hat die Banditenrüstung. Befehl von Greg. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Faule Sau. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung. Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Alles klar, dankeschön. So, meine 10 Lernpunkte werde ich wieder in 5 Mana stecken. Und eine letzte Sache noch, bevor ich hier gehe. Hey, Garrett. Zeig mir das. Ich habe hier was Tolles für dich, denn ich habe hier ganz viele tolle... Oh, ein Rapier. Einhand, 50 Geschick. Im Prinzip so eine Art... Ja, ne, Moment, 70 macht man Typhoon, brauche ich nicht. Ork-Axt kannst du haben. Und... Genau, die Ork-Axte wollte ich ihm verkaufen. Den Richtstab brauche ich nicht. Ist das wirklich wahr? Hä? Habe ich nur so wenige Ork-Waffen? Ich dachte, es wären mehr gewesen. Ich dachte, ich hätte mehr gefunden von der Sorte. Hm. Naja, was soll's. Armbrüste kannst du haben. Und, ja, Bolzen kannst du auch haben. Komm. Gut. So. Ja, das hat er wirklich behauptet. Nein. Grog war der andere, der den Grog wollte. Gut. Damit bin ich hier, glaube ich, fürs Erste fertig bei den Piraten. Ich denke, ich werde ja nochmal vorbeischauen in einer Weile. Nach einer Weile. Einfach so gucken, wie es den Leuten geht. Und jetzt, genau, gehe ich zurück zu den Magiern. Und das mache ich dann aber alles in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei den Magiern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.